dir die Frage stellen, wer bin ich? Und wenn du die Frage beantwortet hast, stellst du die zweite Frage. Insbesondere jüngere Menschen haben oftmals das Problem, dass ihnen Klarheit fehlt. Klarheit im Leben, was sie erreichen wollen. Klarheit im Leben, wie sie dorthin kommen. Und Klarheit im Leben, wer sie eigentlich selber sind. Sprich, wo eigentlich ihre tatsächlichen Talente und Interessen liegen. Und hier gibt es drei Fragen, die, wenn du zu diesen Leuten zählst, und ich habe auch mal zu den Leuten gezählt, stellen solltest, die essentiell sind für alles, was du danach an Erfolg haben wirst. Die erste Frage solltest du dir erstmal im Klaren werden, die du dir stellen solltest. Die erste Frage lautet: Wer bin ich? Denn viele wissen leider nicht oder sind sich nicht dessen bewusst, wer sie selber wirklich sind. Und das hängt häufig oder sehr häufig damit zusammen, dass sie in einem Umfeld groß geworden sind: Vater, Mutter, Cousin, Freundeskreis, soziales Umfeld, egal was, bestimmte Schulen, die ganz besonders in eine Richtung geprägt sind. Zum Beispiel Vater ist Investmentbanker. Dann hat er natürlich seinen Freundeskreis, auch Investmentbanker, dessen Freundeskreis, Söhne und Töchter, mit denen du vielleicht rumhängst in deiner ganzen Kindheit, sind dann auch irgendwie geprägt über diese eine Branche. Jetzt kann aber sein, dass du in die Welt, dass du die Welt erblickst, ja, in die Welt reingeboren wirst, als jemand, der mit der Investmentbanking-Welt überhaupt nichts zu tun haben will und auch null Talent für diese Branche hat, zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. Es kann sonstige Branche sein. Es kann Bäcker, Bauer, Müller, sonst was sein, Handwerker. Und dann wirst du dir relativ schwer tun, denn es ist ja niemand da, an dem du dich orientieren kannst. Und du wirst in der Regel aufwachsen in dem Glauben, naja, das Investmentbanking ist eine Welt, in der du eines Tages mal auch deine Brötchen verdienen musst. Recht viel mehr andere Dinge gibt es nicht in deinem Bewusstsein. Und irgendwann später erfährst du vielleicht, eventuell, dass es gar nicht so richtig deine Welt ist. Manche wachen früher auf, manche viel später, manche machen es jahrelang und erkennen, das hat mich eigentlich nie erfüllt und sind vielleicht schon 30 oder 40 Jahre alt. Also es gibt da so ein bekanntes Beispiel wie Florian Homm, ja, viele kennen den. Der hat ja eine unendliche Geschichte, kannst du dir gerne mal ein Buch von dem anschauen, verlinke ich dir vielleicht hier unten. Und deswegen ist die Reihenfolge auch so wichtig, die ich dir jetzt an die Tafel schreibe. Zuerst herausfinden und dir die Frage stellen, wer bin ich? Und das ist natürlich auch ein Prozess, weil man verändert sich natürlich auch über die Zeit. Aber im aktuellen Moment, das heißt im Präsens, heute, hier und jetzt, dir die Frage stellen, wer bin ich? Und wenn du die Frage beantwortet hast, stellst du die zweite Frage, was will ich? Ja? Also wenn du herausgefunden hast, wer du wirklich bist, wo liegen deine Interessen, deine tatsächlichen Interessen, deine Talente, deine Wünsche, deine Vorstellungen für die Zukunft, für deine Zukunft, stellst du die Frage, was will ich? Okay, also, nachdem du herausgefunden hast, wer du wirklich bist, stellst du die Frage, was will ich? Okay, die kannst du dir nämlich jetzt viel, viel besser beantworten in dieser Reihenfolge als wie umgekehrt, so wie es die meisten eben verkehrt machen. Du weißt jetzt, okay, ich bin jemand, der zum Beispiel besonders handwerklich begabt ist. Jetzt kannst du dir die Frage stellen, was will ich? Will ich Schreiner werden? Will ich Dachdecker werden? Will ich Maurer werden? Okay, you get the idea. Du verstehst, was ich damit sagen will. Nachdem du diese zweite Frage beantwortet hast, gibt es eine dritte, weitere, essentielle Frage, die du dir beantworten solltest. Und diese Frage lautet ganz simpel: Wie bekomme ich, was ich will? Ja, wie bekomme ich, was ich will? Dritte Frage. Wie bekomme ich, was ich will?
Und die Antwort liegt schon in den ersten beiden Fragen. Wie bekomme ich, was ich will, indem ich letztendlich der bin oder der sein darf oder mich der sein lasse, der ich tatsächlich bin. Das heißt, indem du einfach auf dich selber hörst, wo deine Interessen und deine Talente liegen. Und Talent ist natürlich kein Garant für Erfolg, sondern Talent ist nur eine Grundvoraussetzung, die dir Dinge erleichtern werden im Leben. Ja, wenn du also komplett einfach handwerklich total unbegabt bist, ist es halt einfach doof, wenn du in einer Handwerkerfamilie zum Beispiel groß geworden bist und einfach unbedingt irgendwie handwerklich dir versuchst, deinen Erfolg aufzubauen. Oder in der Investmentbank, wenn du einfach mit Zahlen überhaupt nicht umgehen kannst, wenn es noch nie deine Stärke war. Und so weiter und so weiter. So, das waren diese drei Fragen, diese drei essentiellen Fragen, die du dir genau in dieser Reihenfolge und nicht anders stellen solltest und beantworten solltest, um auch in deinem Leben mehr Erfolg zu haben und schneller, vor allen Dingen viel schneller dorthin zu kommen, wo du eigentlich hin möchtest, als wie viele, viele andere, die einfach jahrelang herumirren und einfach komplett nicht sich dessen bewusst sind, wer sie eigentlich selber sind und wo sie eigentlich selber hinwollen, aufgrund ihres Umfeldes, wofür auch niemand irgendwas kann. Ja? Und das Ganze ist heute viel, viel einfacher übers Internet. Kann man sich so leicht, hat man so easy Zugang zu sämtlichen Informationen. Deswegen will ich auch dir bitte raten, dir ins Herz legen. Klick hier unten einmal, schau mal die paar Links hier unten durch. Da sind ein, zwei gute Bücher, werde ich dort verlinken. Und vielleicht ein, zwei weitere gute Informationsquellen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Dein Thomas Klein. Ich wünsche dir alles Gute vom Herzen und guten Rutsch. Ciao.